Hallo Freunde der Nacht und zu später Stunde hier bei einer weiteren Runde von dem Let's Play von Xenonauts mit eurem Cursed. Wir haben in der letzten Folge mühsam unsere Basis verteidigt und seit 5 Kampfeinsätzen unseren ersten Gefallenen wieder zu verzeichnen. Wir haben noch ein kleines UFO abgeschossen und darum werden wir uns jetzt gleich erstmal kümmern, dass das, sobald der Tag angebrochen ist, dann auch einmal gebührend in Empfang genommen wird. Wir müssen uns ja direkt revanchieren für diesen frechen Einfall in unser Heim. Uferansicht hier, Sekunde. Verwundete. Das ist Wardenrüstung. Fünfte Schuss müssen reichen. Dafür wenigstens ein bisschen mehr Defense. Ich nehme auch mit. Oh, hier ist voll. Heißt, einmal den Mars, ein Sniper, ein Heavy, ein Assault, aber da kriegt er wieder die schicke Shotgun. Sehen 5, 4 oder mehr in einer Mission. Der Rosszeit war da auch nicht dabei. EMBs haben wir alle noch nicht gemacht. Mal kurz. Ganz kleine, also mit Eskorte quasi. Ja, noch angeschlagen, aber gut. Gehen wir in den Luftkampf gegen zwei kleine. Quasi ganz neue Schwierigkeiten. What? Oh.
Okay, zum Glück können wir gleich den nächsten Tag dann, also den nächsten Monat, dann können wir da neue Flieger passieren. Ja, wollen wir da jetzt angreifen? Einfach ein Bounty. Ja, wir nehmen uns jetzt einfach nur die Bounty mit. Wir brauchen Geld, wir müssen die Flieger ersetzen. Oh fuck. Das sah richtig bitter. Wenn ihr euch das genau durchlesen sollt, einmal pausieren bitte. Erweitern. Boah. Gut nach, gut eingebüßt im Einkommen. China Headquarter. Dafür will ich den Firefly haben. Dann kann ich mehr Leute mit reinbringen. Ja, wieder anhalten, wenn ihr das genau lesen wollt. Und dann bauen wir nach den anderen schon mal. Dann gucken wir mal nach, dass wir hier nicht eine neue Basis errichten können. Sorry da, dann können wir mal bis Südamerika rum abdecken. Erstmal an. Aber fast das ganze Geld schon wieder ausgegeben mit.
Die haben wir gar nicht verloren. Warning aircraft. Das dauert nur Ewigkeiten. Das geht wieder. Komm. Dann haben wir 4 Abfangjäger demnächst. Aber erst einmal. Kommen die Leute hier in den Dragonfly. Verkaufen. Schatz, bleibt so. Auch so. Okay. Okay, wir haben gar nicht ein Lasergewehr. Scheiße. So. Können wir dann überspitzen, den können wir dann in die andere Basis schicken. Hier in die Mitte. Hey, wie kommt da hin? Ist ein Assault. Dahin.
Heavy. Da habe ich auch eigentlich ordentlich sortiert. Dann wird es Zeit, dass wir uns bei unseren guten Freunden hier ersetzen, revanchieren. Ich könnte zwei mitnehmen. Oder mal das Hauptquartier von denen auszuschalten. Wenn sie hier vorher nicht Einkommen bringen und vor allem direkt Geld. Eine 500.000 ist nicht wenig. Bei unseren Ausgaben braucht man das auch erst einmal. Waffen produzieren, ein paar Lasergewehre. Nochmal zwei von den Special-Waffen jeweils. Kostet alles Geld. Rüstung haben wir noch ein bisschen was, davon können wir erstmal drüber schicken, da werden sowieso erstmal grüne auftauchen. Jetzt kann ich diese nochmal neu aufbauen. Okay. Puh, dann hoffen wir, dass das gut geht. Thank you.
sage ich jetzt nichts zu. Schießen kannst. Okay, ich merke also, ich muss auf jeden Fall für die Basisverteidigung Zentrikanonen bauen. Die sind ja echt heftig. Ey, boah, wie viel sind hier denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allein nur beim Öffnen der Türen quasi. Da ist noch einer. Nein. Runter zur Unterstützung, die brauchen da mehr. Das ist nix. Das Gefühl, das wird eine ganz bittere Erfahrung werden. Schon mal sichern, das Ding ist nur das Problem als nächstes. Da frage ich mich nur. Ja, direkt beide umgenietet. Sehr gut. Geben. Der Raum ist feindfrei, dann können die weiter vorrücken.
Sehr ganz viel Glück im Unglück. Ausgeschaltet. Ist gerade weggeschossen worden, das ist nicht gut. Zurück den einen um zu erwischen. Entdeckung. Hat er schon mal hinter sich? Gegner aber schon ausgeschaltet. Drei sind noch in Sichtweite und das ist erst der Anfang. Das ist erst der verdammte Anfang.
gleich noch verarzten. Oh, und das ist nicht so gut. Das Gute, der moralisch ordentlich angekratzt. Nach den heftigen Verlusten, die wir denen jetzt zugefügt haben. Das ist positiv. Ist bereit, den Raum in der Ausbildung dann hier so rüber zu schwenken. Dann alles ausgeschaltet, was sie uns entgegengeworfen haben. Also ungefähr 17, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mindestens schon 19 Feindeinheiten. Erfolgreich bekämpft. Heftig. Kontakt. Thank you.
er sich. Ein Mann verloren. Also, dass sie die Tür offen ist, so gut wie tot. Gehen wir nächste Runde. Dann griffen noch die halbe Basis vor mir. Wir haben noch mindestens einen Raum. Ich gehe davon aus, dass es hier unten rüber gehen wird. Ich brauche noch so eine Kante. Hier ist ruhig. Kann ich jetzt vorrücken? Einstellung gehen. Den vorrücken. Wo treibt jetzt der Rest rum? Hier und hier. Gehe mal so von mindestens. Ja, erstmal hier die Toiletten. Die Einstellung. Jetzt zur Sicherheit hier rum, nicht dass sie denn hier umgangen werden in der Zwischenzeit. Denn
nachher gleich an den Rücken fällt, habe ich nämlich gar keine Lust drauf. Maschinen sind ersetzbar. Sich. Mindestens einer treibt sich hier immer noch rum. Damit er das sofort unterstützen kann. Er hat keinen zum Schießen, aber das ist jetzt. Volltreffer, also eine Plasmakanone. Gestorben ist. Reines Glück. Schluss.
ein Alien da. Zimmer gepeinigt ist. What? Was habe ich da gemacht? Wollte doch nur anwählen. Ich wollte ihn doch nur anwählen. Bittere Bilanz. Drei Mann tot, der Panzer ausgeschaltet. Gut, der Panzer ist entbehrlich, den kann ich ihn abbauen, der ist nicht schlimm. Aber drei Gefallene ist schon bitter. Dafür positiv, wir haben den Cleaner-Außenposten bereinigt und damit die Cleaner-Bedrohung abgeschlossen. Wir kriegen dafür Geld und vor allem monatlich mehr Geld. Das ist schon mal ein guter Schritt. Okay, ich sehe gerade, wir haben nur zwei verloren. Trotzdem ist natürlich sehr, sehr bitter. Zwei Captains verloren. Ja, er geht auch sein 4 plus. Die haben alle eine Alien Base Auszeichnung, also die sind schon richtig gut dekoriert jetzt, die jetzt wieder kommen. Entry Grand Vicarage Cleaner Corps, ja. Sorry. Wer es lesen will, bitte pausieren. China Device. Nanotech Workshop Quantenlaboratoriums. Okay. Search oder ist das? Workshops upgraden. Entry Gun Rebuild, okay, und Alien Plasma Weapons. Autopsie eines Cleaners. Ja, bisher haben wir uns ja mal zurückgezogen, weil die Mission ja nicht gewinnen konnten. Also wie gesagt, wer lesen will, Pause machen.
mit Verletzungen. Drei können wir ersetzen, das ist zu wenig. Wir brauchen auf jeden Fall neue Soldaten. Jetzt werde ich besitzen. Alle nicht sonderlich treffsicher, aber dafür haben die ordentliche Zeit erhalten, bis mittelmäßige eine gute bis mittelmäßige Tapferkeit, das ist auch schon mal viel wert. Die Dame hier verträgt zwar nichts, bei ihnen hier hohe Stärke, beziehungsweise hier werde ich jetzt so gut mehr Zeit anhalten, aus denen können wir ein Heavy machen. Auch mal mit. Den nehmen wir auch mal mit. Fehlen noch zwei Orte, da alle. Überleben da mit 50% Verlusten. Das ist eigentlich eine Medaille, die ich nicht bekommen möchte. Und ja, für eine Terrormission. Die fehlt immer auch noch. Aber damit endet jetzt diese Runde für heute. Oh, der hat den Abfangjäger fertig, sehr gut. Haben wir genug, ne? Auch für das Upgrade haben wir noch genug. Erstmal, bevor wir da weitermachen. Es wartet zwar ab. Zwei Hangars kann man da noch schon mal bauen. Abfangjäger und den Transporter hinschicken. Haben wir jetzt mindestens etwas, was wir den Aliens entgegensetzen können. Ich kann die doch transferieren, oder? Ja, Relocate Aircraft kann ich machen. Gut. Schwere Feuerkraft. Und wenn wir die Alienium Work gesetzt haben, passen wir jetzt wahrscheinlich eh wieder an. Wie lange brauchen wir noch für den X55? 5 Stunden noch. Okay. Gut. Aber wie gesagt, das war's für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da und oben nach. Einen Daumen hoch da. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Und schreibt mir gerne was Hübsches in die Kommentare und gerade auch Dinge, die ich besser machen kann, bin ich immer sehr glücklich drüber. Und was mich auch sehr freut, ist natürlich, wenn ihr diesen Kanal abonniert, weil ihr hier keine Folge mehr verpassen wollt. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Kirst.